Ja, unsere Einheit war früh morgens in Bereitschaft gerufen. Alle Mann muss in der Kompanie. Und ich war damals Spieß. Meine Aufgabe, dass alle da waren, ich alle bereit war. Weiß nicht warum, aber wenn was in den Osten passiert, sind wir immer in Bereitschaft gegangen. Und war so gegen 9 Uhr angerufen von Regiment. Entschuldigung. Ich war ausgebildet früher als Beobachter, Luftbeobachter. Wir haben mich angerufen, sag, geh sofort zu Tempelhof, zu unserer Hubschrauberkompanie. Ja, gut, ich bin rübergegangen, 5 Minuten zu laufen über die Straße. Ja, ich bin ins Hubschrauber gestiegen, wir sind geflogen über die ganze Grenze, Grenzgebiet von Brandenburger Tor, vom Potsdamer Platz südlich bis fast zu Flughafen Schönefeld. Nur, ich muss melden, was sehen die, wo sind die Leute, wo kommen die her, wo sind die, was sehen die? Kommen die nach West-Berlin? Oder? Ich habe gesagt, naja, ich sehe die Straße, die kommen die Straße runter, Leipziger Straße. Und unter den Linden sehe Leute, die sammeln hier in Potsdamer Platz und Brandenburger Tor, viele Leute. Na, wie viel? Ich habe keine Ahnung, ich kann nicht schätzen, wie viel. Viele habe ich nur gesagt. Habe ich Panzer gesehen, Militär? Bis jetzt habe ich keins gesehen. So gegen 12 hat der Pilot gesagt, naja, es hat geregnet dann. Es wird auch ein bisschen schwer zu sehen. Jedenfalls, ich sage, wir sind ein bisschen, unser Sprit geht bald aus, wir müssen zurück. Dann zurück zu Tempelhof, wieder zu der Kompanie, und das war's. Später habe ich gehört, die russische Panzer ist reingefahren.